Servus Leute, zurück zu Let's Play Summon Mara. Wir haben das letzte Mal, so oder wie der heißt, Moment. Das sehen wir gleich. Wir haben Onso kennengelernt, einen verschlagenen Kater und unseren Senpai auf Abenteuertouren. Und der hat uns den Roman gegeben, der uns noch gefehlt hat, um jetzt bei dieser Dame hier vorzusprechen. Mit Roman und lustigen Muscheln und so, mit neuen Manieren. Eventuell haben wir hier jetzt eine Chance. Moment, handeln. Oh, wir könnten noch mit ihr handeln, aber nee. Wir treten ein. Hallo, entschuldige die Störung. Lass mich in Ruhe, Kind. Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Was hast du gesagt? Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wer hat dir das beigebracht? Niemand. Du weißt, dass man nicht lügen soll, mein Kind. Okay. Der Mann vom Ufer hat es mir beigebracht. Ehrlich gesagt ist er nicht sehr nett. Nein, das ist er nicht. Wer bist du? Können wir reden? Ich meine, könnte ich bitte mit dir sprechen? Warum? Ich habe eine Geschichte, die dich vielleicht interessiert. Ist das etwas eine dieser Abenteuergeschichten? Ich habe auch ein paar Muscheln. Ich hoffe, dass sie hübsch sind. Es sind die hübschesten der ganzen Insel. Na gut, komm herein, aber ich kaufe nichts von dir. Diese Muscheln sind sehr hübsch, mein Kind. Ja, meine Dame, ich habe sie am Strand gefunden. Was möchtest du von mir? Nun ja, ich habe einen Brief in meinem Haus gefunden. Auf dem Brief stand der Name Saimi. Ach, wirklich? Interessant. Gehört dir dieser Brief? Er gehört meiner Großmutter. Ich kenne deine Großmutter nicht. Meine Großmutter heißt Yaya Haku. Haku? Aber das kann nicht sein. Es ist die Wahrheit. Aber du kannst nicht Hakus Enkelin sein. Doch, doch, das bin ich. Schau mal, wir haben die gleichen Augen. Lass mich den Brief sehen. Das ist Hakus Handschrift. Natürlich. Schau doch meine Augen an. Ja, ich erinnere mich an ihre Augen. Ich erinnere mich auch, dass sie die stärkste Person auf der ganzen Welt war. Und dass sie nicht gerne lachte. Aber glaubst du mir denn nicht? Wo sind deine Manieren? Es tut mir leid. Kann ich dir vertrauen? Natürlich. Erstmal musst du mir beweisen, dass du Hakus Enkelin bist. Sie trägt immer eine besondere Blume bei sich, die nur auf ihrer Insel wächst. Wenn du bei ihr gelebt hast, dann weißt du, wo du sie findest. Dafür brauchst du wahrscheinlich eine neue Hacke. Bitte Caleb um Hilfe. Er hat einen kleinen Gemüsegarten im Hafen. Bring mir diese Blume. Ihr Wunsch ist mir Befehl, meine Dame. Nachmittagstee. Blumentopf. Bitte Caleb um Hilfe, um deine Hacke zu verbessern. Dann bringe Yaya Hakus Blume zu Saimi. Yayas Blume, Hacke. Wir können jetzt... Wer war das? Caleb? Wer war nochmal Caleb? Dammit. Sehe ich das auf der Map? Ressourcen. Kann ich da reinspringen? Das wäre witzig. Theoretisch könnte ich es mir vorstellen, dass ich mich so da rein sneaken könnte, wenn da keine unsichtbare Wand wäre. Aber da ist natürlich eine unsichtbare Wand. Frech. So, Caleb. Das war Onso. Caleb. Ist Caleb der... Wer ist Caleb? Bessere Hake. Caleb hat einen Garten. Auf der Insel. Habe ich einen Garten oder sowas gesehen? Das ist nicht Caleb. Heißt der Caleb? Sehe ich es auf der Karte? Sollte ich vielleicht... Also ist das, das könnte... Noho. Onso. Also entweder du oder du sind Caleb. Andere habe ich ja noch nicht kennengelernt, glaube ich. Außer. Verdammt, wo ist die Karte nochmal? Hier. Caleb! Ah, da haben wir es doch. Der ist Caleb. Super. Karte hilft. Oh, ich bin die Schlechterin von dieser Insel. Nein, und ich habe mich reingebackt. Okay,
So, dann gehen wir zu Caleb und fragen ihn. Wir brauchen auch theoretisch Sonnenblumen für den. Also auf unsere Insel müssen wir sowieso, da müssen wir dann halt was anbauen. Mhm. Achso, nee, das ist bloß ein Kopf. Ich dachte, das ist eine Person. Caleb. Hallo Caleb, ich brauche deine Hilfe. Aha. Ich habe gehört, dass du einen kleinen Gemüsegarten hast und dass du ihn gut pflegst. Könntest du mir vielleicht eine neue Hacke geben? Meine ist schon sehr alt. Nein. Na gut, dann halt nicht. Aber ich kann dir beibringen, wie man eine Hacke herstellt. Das wäre fantastisch. Vielleicht können wir einen Tauschhandel eingehen. Ich brauche etwas Salat und ein paar Karotten. Ich könnte es mir natürlich einfach kaufen, aber ich würde es vorziehen, das nicht zu tun. Vertraust du den Leuten auf dem Markt nicht? Nein. Hier, nimm diese Samen. Oh, cool. Okay, habe ich sogar was über. Ah, den Salat habe ich, die Karotten sind noch nicht fertig. Da muss ich zurück. Oh, jetzt ist er ein neuer Questgeber. Die Postkarten da... Ich weiß nicht, ob die... Vielleicht sind die gar nicht machbar, weil... Ich glaube, Post, die fünf Postkarten finden... Oder generell irgendeine Postkarten-Quest ist auch ein Steam-Achievement. Das ist das seltenste Steam-Achievement, das alle haben. Also, das alle nicht haben. Dementsprechend, ja, vielleicht ist es verbuggt. Weil eigentlich mit drei startet man ja schon und dann eigentlich müssten nur noch zwei fehlen. Vielleicht sind die einfach vergessen worden. Wäre witzig. Ja, ich überlege gerade, brauche ich hier noch was? Habe ich noch Geld? Nee, habe ich nicht wirklich. Ja, dann gehen wir auf die Insel. Ich mag sowieso meine Insel lieber irgendwie. Ich will hier da richtig schön ausbauen alles. Dementsprechend, auf geht's. Auf zu meiner Insel. Ich mag meine Insel. Die Musik ist ein bisschen laut hier auf hoher Fahrt, aber auch in Ordnung. Wenigstens Musik da, diesmal. So. Meine Insel. Unten zurück nach Quelis könnte ich auch Schnellreise machen, aber das kostet immer Geld. Auch blöd. Ich will doch kein Geld verschwenden für das, was ich auch hier selbst leisten kann. So, meine Insel. Sehr schön, es ist schon Spätabend. Okay, es wird dunkel. Ja, meine Insel, meine Insel. Ich habe auf meiner Insel... Nein, nicht fällen, nicht fällen, bitte nicht fällen. Werkzeug wechseln. Ich habe einen wunderbaren Kommentar von Carmen hier bekommen. Vielen Dank dafür. Carmen hat mir den Hinweis gegeben, ich kann hier viel mehr rausholen aus dem Ganzen, wenn ich mir Brunnen baue. Das, ja, darauf hätte man kommen können, wird aber einem nicht gesagt. Karotten werden bald fertig. Salat anbauen, kann man machen. Die Sonnenblumen, verdammt, die musste ich eigentlich anbauen. Die sind wichtiger. Sheet. Genau. Weil angeblich kann ich dann mehr anpflanzen. Ich weiß nicht, ob ich den Kommentar falsch verstanden habe. Aber es hörte sich tatsächlich so an, als könnte ich mit mehr Brunnen dann auch mehr Pflanzen auf der Insel beherbergen. Ich habe ja jetzt im Moment eine Grenze von 33. Ich hoffe, das ist damit abgegolten. Wir probieren es einfach. Wie ging das nochmal mit dem Bauen? Ich habe schon wieder lange nicht mehr gemacht. Mit dem Hammer, glaube ich. Ja, Hammer. Ich kann ein Feuer bauen. Oh, was könnte denn Feuer bringen? Rustikalen Zaun kann den Hühnerstall. Ah ja, mehr Brunnen kann ich bauen. Eimer brauche ich dafür. Eimer sind, glaube ich, easy going. Eimer waren easy going. Machen wir mal zwei. Machen wir vier. So. Machen wir zwei. Ne, vier. Gut. Damn it. Oh, shit. Tja, jetzt brauche ich Holz. Holz. Nicht fällen, aber trotzdem. Ernten. Gut. Ihr müsst weichen. Ihr werdet gefällt. So, eine bessere Hacke. Ah, mit einer besseren Hacke, da geht schon bestimmt einiges. Ah, vielleicht wird es dann doch bloß ein Brunnen. Dum, dum, dum. Dup, die, dup. So, du wirst gefällt und dann kann ich ja
Wobei, ich muss nicht... doch, ich pflanze gleich wieder. Damit ihr es auch gar nicht vergesst und aufgrund des... jetzt bin ich gespannt. Ja. Erst ernten. Nein, nicht ernten. Pflanzen. Ich habe sehr viel Potenzial zum Pflanzen. Okay, nur auf so Grasland. Sehr viel Potenzial zum Pflanzen. Mhm. Sie macht es so schön mit einer Hacke. Ich weiß mich nur. Als Kind habe ich auch gern Samen überall gepflanzt. Meine Eltern waren verrückt. Oder wurden immer sehr ärgerlich, wenn sie ein Jahr später dann gemerkt haben, dass im Garten auf einmal Kastanien rausgesprossen sind. Und als ich das gemerkt habe, habe ich natürlich nicht eingestellt, sondern einfach wurde ich raffiniert und ich habe die Kastanien dann an Stellen eingepflanzt, wo man das vielleicht nicht so früh sieht. Was dazu führte, dass meine Eltern dann vielleicht später auf einmal eine größere Kastanie doch irgendwann entdeckt haben und die dann noch schwieriger rausbekamen. Ich behaupte einfach, no regrets, weiterhin. So, jetzt bauen wir noch einen Brunnen. Noch einen Brunnen. Einen Brunnen hier auf der Seite. Ich möchte ihn... Oh ja, ist okay. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich kann 3 weitere anpflanzen. Juhu, juhu. Okay, neues Ziel auf dieser Insel. Ich pflastere alles mit Brunnen voll. Oh ja, jetzt wo ich das... Wenn da keine Begrenzung gegeben ist, dann werde ich wirklich die ganze Insel voller Brunnen voll klatschen. Oh ja. Mara, du wirst eine sehr grüne Insel werden. Das bedeutet auch gleichzeitig immer... Oh Moment, ich habe eine neue Frucht gefunden. Nee, gekauft habe ich eine neue Frucht. Kirschen. Also muss auch ein Kirschbaum her. Geil. Ja. Ich brauche mehr Holz. Aber jetzt bin ich sowieso relativ müde und gehe jetzt pennen. Schlafen. Okay. Heißt also, unser neues Ziel ist es, die Insel mit Brunnen voll. Oh, sehr gut, sehr gut. Hier. Es regnet. Die Möhren haben wir. Das ist unser Tauschgeschäft ist also damit abgeschlossen. Wir können die Sonnenblumen pflanzen. Sonnenblumen, Kürbisse habe ich glaube ich noch keine. Machen wir gleich mal. Ich hab sehr viele Sonnenblumenkerne. Ja. Und mehr Karotten. Dazu brauche ich eine bessere Hacke, oder? Ja, geil. Wenn ich eine bessere Hacke habe, dann habe ich 1, 2, 3, 5 neue Anbaufelder. Geil. So, das bedeutet aber auch, ich brauche... Hallo? Runter mit euch. Ich brauche theoretisch, also im Hintergrund Kinder spielen und sowas, sowas geht gar nicht. Prinzipiell... Kirschbaum. Ah ja, stimmt, es regnet. Pilzezeit. Wir müssen sowieso über die ganze Insel und alles farmen. Farben ist es. Das ist immer so schön, einfach alles über eine Insel zu gehen, alles zu sammeln. Das macht man bei Animal Crossing prinzipiell auch nicht anders. Da macht man auch prinzipiell immer genau dasselbe. Zumindest habe ich mich dabei ertappt, nichts anderes zu machen. Wobei, da wurde es langweilig. Der Vorteil bei Animal Crossing ist, da ist es vielleicht ein bisschen polierter hier, das Gameplay alles. Der Vorteil von diesem Spiel im direkten Vergleich ist, dass man erstens mehr anbauen kann. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Also mehr Farming. Man kann Tiere halten, scheinbar. Werden wir noch später. Das ist auch ein großer Vorteil. Und der größte Vorteil ist es aber, dass es eine Story hat. Oh, Spiele ohne Story. Animal Crossing. Die brauchen in meiner Welt dann eigentlich eine Motivation. Sowas wie Achievements. Was auf der Switch für Animal Crossing natürlich nicht gegeben ist. Was ein großer Nachteil meinerseits ist und wodurch ich auch die Lust langsam verloren hatte. Deswegen kommen auch gerade keine Parts mehr dazu. Vielleicht kommen mal wieder, vielleicht habe ich mal wieder Bock, aber ich spiele es auch tatsächlich privat nicht mehr so viel. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ich glaube, in den letzten 2 Wochen habe ich einmal reingeschaut. Ja, mal Blumen gewachsen lassen. Da war ich ja immer noch am Züchten und so.
Aber so wirklich erfolgreich war es nicht, würde ich sagen. So, eine Blume, die nur... Eine bessere Hacke. Das ist die Blume. Die muss ich wahrscheinlich dann in so einen Blumentopf reinstecken. Sehr gut. Okay, dann weiß ich schon, was ich vorhabe. Dann werden wir die... Oh ja, ich brauche die... Ich brauche hier das Gestein. Tatsächlich brauche ich das Gestein. Nicht das Erz. Für die Brunnen, glaube ich. 7. Oh, ich kann viele Brunnen machen. Viele Brunnen. Vielleicht mache ich offscreen auch weiter Brunnen. Was heißt vielleicht? Ich werde offscreen einfach weitere Brunnen machen. Punkt. Oder? Ah, vielleicht nicht direkt bis zum nächsten Mal, aber ich werde es mir vornehmen. So, ich will, nachdem ich die Insel relativ gut abgegrast habe, eigentlich nur warten, dass die Sonnenblumen fertig werden. Tatsächlich, die Sonnenblumen müssen fertig werden. In der Zwischenzeit kann ich auch. Ah ja, komm. In der Zwischenzeit kann ich in Richtung Brunnen arbeiten. Machen wir mal ein bisschen hier Hackarbeit. Wir brauchen weitere Brunnen. Dann werden wir mehr Holz, also mehr solche Bäume pflanzen, wodurch wir mehr Holz bekommen. Insgesamt. Und mehr Harz. Das Harz können wir ja gut verkaufen. Es gibt vielleicht bessere Quellen für Geld, aber Harz ist eigentlich ganz nicht schlecht. Ich habe zumindest noch keine wirklichen Zweck für Harz, außer... Machen wir erstmal die in der Mitte. Noch keinen weiteren Zweck, außer für die Harzschwimmer, fürs Angeln. Mehr habe ich aber eigentlich tatsächlich nicht. 2 Holz pro Baum ist immer enttäuschend. Voller Riesenbaum und blub. So viel kommt raus. Ich würde sagen, da könnten wir euch ein bisschen mehr... Nein, nicht fällen. Ein bisschen generischer oder beziehungsweise ein bisschen netter zum Spieler sein. Ihm mehr schenken. Man muss nicht so viel grindy machen. Ja, das Spiel hat bisher größtenteils positive Referenzen, soweit ich es in Erinnerung habe, wo ich geschaut habe. Die meisten negativen Kommentare sind eher in die Richtung, dass das Spiel eher grindy ist und man muss halt immer Fetch-Quests machen. Geh dahin, geh wieder zurück, geh dahin, geh wieder zurück. Aber ganz ehrlich, was haben die erwartet? Tatsächlich, was erwartet man von so einem Spiel? Ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartungen an das Spiel, muss ich zugeben. Und bin positiv überrascht. Also mir macht es bisher Spaß. Und jetzt mit diesem Brunnenhinweis habe ich noch deutlich mehr Spaß. Das hat auf jeden Fall sehr meinen Spaß erhöht, weil... Ja, hier wird jetzt alles zugespammt. Vielleicht mache ich einfach einen... Mache ich hier einen kompletten Brunnenwall. Und dafür kann ich dann jede Menge Bäume pflanzen und so weiter und so fort. Schnaffin! Oh, ich hätte vielleicht vorher pflanzen sollen. Belastend. Die guten Äpfel. Ist auch cool, dass ich jetzt Kirschen habe. Das erinnert mich eigentlich an Animal Crossing. Erstmal die ganzen Blumen bzw. Obstarten sammeln. Das war eine meiner ersten Beschäftigungen in Animal Crossing. Erstmal die ganzen Obstsorten sammeln. Das war gar nicht mal so leicht, muss ich zugeben. Wenn man nicht auf andere oder sich auf andere verlassen kann, ist das überhaupt nicht leicht. Einen Brunnen können wir wieder bauen. Fünf. Zählen die alle für sich? Blub, 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 blub. Boah, Kürbis braucht voll ewig. Der Salat sollte fertig werden dadurch. Oh. Sehr schön. Das Feld wird wieder normal. Das ist blöd. Blöd. Bisschen Mais jetzt mal wieder. Ich
Ich habe hier 5, da habe ich... Okay, jeder hat 5. Sehr schön. Ja, sehr schön. Wir haben... viele Möglichkeiten jetzt. Das habe ich immer noch nicht herausgefunden. Das sieht nach Dünger aus. Man weiß es nicht. Ich laufe hier immer den Weg entlang. Hier sollten also so Sachen wie Obst rumstehen. Ich mache noch einen Kirschbaum. Alter, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel... Ja, da ist noch Platz. Das ist immer bloß das Gefährliche. Ich darf nicht zu viel dafür verschwinden. Ich brauche hier eher die Pinien für die Holzproduktion. Ah, wann kann ich endlich das Sägewerk bauen? Theoretisch... Ich kann dich mal fällen. Weil da drüben kommt tatsächlich nicht der Obstwald hin. Hier kommt die Pinienwerkstatt hin. Hier auf die Seite kommt der große dunkle Wald hin und den kann ich dann farmen. So ist der Plan zumindest. So. Weiter geht's. Erstmal hier eine schöne Reihe hinmachen. Wie viel Platz ist noch? 3. Okay. Das einzige Manko ist halt, ich muss halt aufpassen, dass ich auch immer genügend Samen habe. Weil sonst wird das zu knapp. Das ist das Main Theme. So. Ich könnte jetzt vielleicht noch einen Brunnen bauen. Ja. Da drüben fehlt noch ein Brunnen, damit wir hier schön symmetrisch überall Brunnen haben. Geil, das bedeutet 3 weitere Pflanzen. Hoffentlich gibt es echt keine Begrenzung, das wäre super. Dann gibt es irgendwann mal ein Video, wie viel Pflanzen schaffen maximal auf der Insel. Dann gibt es ein privates Achievement dafür. Die sind nicht so nah beieinander. Du, gib mir deinen Samen. Oh ja, das könnte man aus dem Kontext ziehen. Ja, damit. Sehr schön. Oh, dann nutze ich die restliche Energie zum Hacken. Schließlich brauchen wir das Holz. Und das Harz nehme ich auch. Gutes Harz. Das ist... Man muss dazu sagen, die Grafik und alles ist spartanisch. Die ist auf jeden Fall nicht mehr so richtig zeitgemäß. Aber es ist dafür schön. Es ist einfach bunt, es ist einfach friedlich. Es ist mal was anderes zu dem ewigen, man muss hier so viel schaffen und so viel machen und alles pipapo. Das Spiel soll hunderte Quests bereithalten. 100 Quests allein, wenn man die Haupt-Main-Story macht, habe ich gelesen. Da bin ich mal gespannt. Ich dachte jetzt schon, ja, das sind schon viele Quests, aber bin ich echt mal gespannt, wie sich das Spiel dann entwickelt. Was für Quests dann noch alle auf einen lauern, wie die Story sich entwickelt. Jetzt sehen wir mal, worum geht's hier eigentlich? Na gut, irgendwas um die Wächter. Das wissen wir schon. Und dass sie vermutlich eine Wächterin ist, das vermute ich einfach mal. Oder Wächterin wird. Sehr schön. Okay, unsere neue Baumfabrik steht. Holzfabrik. Ich würde jetzt gerne... Tatsächlich kann ich das auch. Snacken Apfel. Und dann... Tja. Kann ich noch einen bauen? Ja, haha. Ein weiterer Brunnen. Kann ich ihn hier irgendwo reinquetschen? Dann kann ich auch theoretisch hier reinquetschen. Ja, dann quetschen wir ihn einfach da rein. Einfach mal. Das ist zwar so unsinnig, aber
Ja, dann kann ich auch natürlich wieder pflanzen. Sehr geil, sehr geil. Ja, das, da muss ich mir noch ein Konzept überlegen. Also da muss ich mir noch was Sinnvolleres überlegen hier. Nicht bauen. Ich habe mir jetzt schon überlegt, dass hier die ganzen Bäume hinkommen. Das ist schon mal eine gute Überlegung. Aber was ich mir noch nicht überlegt habe, ist die Brunnen. Da hätte ich gern auch... Oh, Moment. Nee, ich habe keine... Warum hat... Habe ich einen vergessen? 42? Ich dachte, ich war gerade bei 42. Naja, ist umso besser. Oder gibt es jetzt auf einmal vier Plätze mehr? Wäre auch nicht schlecht. Kann ich eigentlich das dann... Nee, den Zaun kann ich nicht kaputt machen, weil der sieht hässlich aus. Jetzt ist die Musik aus. Das bedeutet, wir müssen schlafen. Musik ist aus, ab in die Haie. Den Hühnerstall. Eier habe ich schon gefunden. Eigentlich müsste ich mal Hühner, aber ich weiß mal nicht, was ich mit denen mache. Schlafen. Regen wäre nicht schlecht. Kein Regen. Die Sonnenblumen werden morgen fertig, wie es scheint. Okay, ich muss bloß drüber laufen. Ja, das wird dann... Okay, ich muss bloß drüber laufen. Das macht es deutlich einfacher. So, oh, mach mal noch ein paar Sonnenblumen. Wenn ich schon alle abgeben muss dem Typi, dann kann ich die auch abgeben. Also, ich bewässere das jetzt nicht zwingend notwendig. Ja. Ist noch nicht viel nachgewachsen. Ist noch nicht viel hier gewachsen. Da drüben lächeln mich ein paar Orangen an. Da, Regenwurm ist wieder da. Könnte sein, dass der Regenwurm immer nach dem Regen kommt. Könnte es sein, dass der Regen ein Indikator ist für manche Spawns? Das könnte sein. Ich könnte auch ein bisschen Orangensaft wieder machen. Wobei, mit den Äpfeln bin ich eigentlich ganz gut versorgt. Oh, die fallen sogar runter hier. Ich muss hier echte Gebiete machen. So richtig ein bisschen Struktur reinbringen. Schade, dass ich die Steine hier nicht losbekomme oder so. Aber vielleicht ist das, gehört das auch einfach dazu. So eine Struktur, wo sozusagen Orangenplantage ist, wo Kirschbäume kommen, wo Apfelbäume kommen. Ein bisschen Struktur. Ich bin da eher so ein ordentlicher Typ oder zumindest ein Typ, der ein bisschen Struktur haben möchte. Muss ich zugeben. So, die Würmer nehme ich. Angeln will ich nicht zwingend, aber ich nehme die Würmer. Unten werden wahrscheinlich auch wieder Muscheln. Aber ja. Wir schlafen einfach nochmal und dann ist gut. Dann sollte es erledigt sein. Wir brauchen ja nur die Sonnenblumen. Und Jackpot. Sonnenblumen. Vier Stück. Wir haben drei gebraucht. Machen wir noch ein paar Möhren. Sind die fertig? Nein. Gut. Das Bewässern ist auf jeden Fall... Also im Gegensatz zu Animal Crossing finde ich das Bewässern hier deutlich, deutlich besser. Ja, Animal Crossing ist immer hier der Gegenspielpart. Weil der Spiel mich am ehesten an dieses Spiel erinnert. Obwohl man viele Unterschiede hat natürlich. So. Gut. Wir haben die Blume noch nicht. Wir haben aber das, was er braucht. Und wir haben das. Wir haben schon mal zwei Sachen. Four Crests. Dementsprechend die Büsche. Die Büsche finde ich eigentlich ziemlich cool, dass sie hier am Rand sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich da noch mehr pflanze. So, Popolo oder wie du hießt. Pepele. Ne, wie ist sie? Ja, shit. Da drüben ist eine Muschel, sehe ich tatsächlich. Wir fahren wieder zurück. Nein, das war die falsche Taste. Geil. Okay. Zurück, um unsere Quests abzuschließen. Eine neue Hacke ermöglicht mir neue Möglichkeiten.
Ja, damit kann ich mehr Felder bewirtschaften und also richtig farmen. Fehlt da nur noch ein neuer Hammer, damit ich die Steine wegklopfen kann. Jetzt kriegen wir schon eine neue Hacke. Da bin ich mal gespannt, was die alles drauf hat. Wobei, vielleicht ist es noch, dauert es noch ein bisschen, bis wir sie überhaupt bekommen. So einfach geht's vielleicht gar nicht. So, mein Freund. Hier hast du deine Karotten und den Salat. Ein gutes Gemüse für einen guten Mann. Oh, das ist zu viel. Meine Großmutter sagt immer, dass ich extra verziert wäre. Du meinst extrovertiert. Nein, das klingt komisch. Danke für das Gemüse. Ich bereite die Lieferung vor. Du hast ein neues Rezept für ein Werkzeug, Metallhacke. Hallo. Okay, Moment. Karottensamen für 15? Ist der vielleicht günstiger als dort oben? Was willst du denn gerne? Metall würdest du nehmen. Kohl, Pinienkerne, Paprika. Die Paprika. Oh. Nehme ich. Falls ich mal wieder angeln will. Paprika. So, eine bessere Hacke. Damit kann ich die Blume farmen. Dann muss ich natürlich noch den Topf formen. Aber naja. Ich liebe Sonnenblumenkerne. Ach, epische Musik. Ah, schau. Guck, in meinem Tagebuch steht nichts über Kürbisse. Ich weiß rein gar nichts über Kürbisse. Nicht einmal, wie sie aussehen. Oh Gott. Aber ich habe hier ein paar Samen. Gut, dann züchte ich ein paar Kürbisse für dich. Okay. Na gut. Einen Kürbis. Habe ich schon. Los, kleine Abenteuer. Liefere aus, was ich dir gegeben habe. Was ich habe. Oh, die Kürbisse sind noch nicht fertig. Ja, aber das macht nichts. Das ist okay so. Ja, die Quests sind alle durch. Finde, ja, das kriegen wir hin. Ja, das ist, jetzt verstehe ich auch, warum die Leute sich beschweren. Man muss hin und her reisen, hin und her reisen. Ich überlege gerade, eigentlich kann ich, wenn ich schon mal hier bin, Geld machen. Ich habe viel Stuff dabei. Und viel Stuff gefarmt. Da kann man auch ein bisschen was in Money umwandeln. Können wir bestimmt später noch gebrauchen. Oder ich kann mir neue Samen kaufen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Weil prinzipiell mache ich hier... Naja. Ja, ich kann hier so Sachen wie Salat verkaufen, Mais verkaufen, Zwiebeln. Zwiebeln für 8. Das ist nett wert. Zwiebeln für 8 ist ein schlechter Preis. Weil ich krieg doch 4, glaube ich, oder? Kriege ich da mehr? Kartoffeln für 8. Auch ein schlechter Preis. Was ist denn dann ein guter Preis? Paprika 24 kosten sie. Oh, Paprika ist ein guter Preis. Gönne ich dir Paprika? Oh, Paprika ist ein super guter Preis. Ich weiß auch nicht, ob die Suppe oder die Lieblingssachen, die sie kaufen, auch sich wandeln. Hier Mais und Paprika kriegst du. Das ist... Oh, Orangen habe ich auch jede Menge. Gib mir dein Geld, Millie. Gib mir dein Geld. Jawohl. Orangen habe ich jede Menge auf meiner Insel. Weg damit. Äpfel kriegst du. Bisschen Salat. Ja, Sonnenblumen ist auch okay. Aber Paprika. Paprika ist ein... Das ist Value, würde ich sagen. Das ist eine Vervielfachung des Wertes. So, und jetzt holen wir uns... Paprikasamen. Oh ja, wir kaufen sie leer. Mal schauen, was dann passiert, wenn ich jemanden leer kaufe tatsächlich. Salat war, glaube ich, auch kein schlechter Preis. Mais war kein schlechter Preis. Nicht so gut wie Paprika, aber kein schlechter Preis. Weizen habe ich tatsächlich noch, glaube ich, noch gar nicht. Nehmen wir mal ein bisschen Weizen. Ein paar Karotten gehen immer. Ja, nehmen wir noch Rotbeete. Dann habe ich kein Geld mehr. So viel zu, ich mache ein bisschen Geld, nicht wahr? Schon ist das Geld wieder alles futsch. Aber durch die neue Hacke gleich kann ich deutlich mehr anpflanzen. Jawohl. Mehr Profit rausscheffeln. Ach, das Spiel ist genauso ein kapitalistisches Spiel wie Animal Crossing.
sehr viele Vergleiche zu Animal Crossing, aber vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch Animal Crossing. Dann versteht ihr wenigstens diese Anspielung. Ja, und das mit dem Hin- und Herrennen und Fetchen und sowas, bei Animal Crossing gibt es dasselbe. Da nennt sich es jeden Tag schlafen und immer dasselbe machen. Da läuft man den Strand ab, gießt man seine Blumen, macht immer wieder dasselbe. Hier ist es halt hin und her laufen, von Insel zu Insel. Oder hin und her fahren, von Insel zu Insel. Dementsprechend kann ich diese negativen Kommentare echt nicht nachvollziehen. Das sind wahrscheinlich Leute, die solche Spielearten noch nie gespielt haben. Belastend. Oh, aber jetzt die neue Hacke. Ich rieche sie schon. Sie riecht hier so richtig gut. Oh, euch habe ich gerade verkauft, deswegen sammle ich euch gerne lieber wieder. Ich habe euch gerade für gut Geld verkauft und neue Samen gekauft. Die Paprika wird richtig Profit machen. So, ich möchte aber... Werkzeuge. Das wäre dann Werkzeug, oder? Metallhacke. Jawohl, ich habe Holz und ein... sehr gut. Geilo. Was brauche ich denn für eine... einen Topf? Habe ich einen Topf bekommen? Habe ich einen Topf von der bekommen? War das gar kein Rezept, sondern einfach... Ich habe einen Topf bekommen. Speziell. Naja, wir werden es einfach probieren, wenn ich sie... So, neue Hacke. Sauber machen, sauber machen. Juhu, vorbereiten, vorbereiten. Juhu. Paprika pflanzen. Juhu. Sauber machen, sauber machen. Vorbereiten, vorbereiten. Pflanzen. Ich habe jetzt so viel zum Pflanzen. Ja, mach mal volle Ladung Paprika. Auf den, ich glaube, ich habe 5 neue Spots jetzt. Auf den 5 neuen Spots kommen die Paprikas. Die Value pur. Grüne Paprika. Tatsächlich. Oh, ah, es gibt sogar noch eine. Dann habe ich bloß 4 Spots. Schön zu wissen, dass ich gerade erst so die mittlere Stufe habe. Also es gibt noch mal eine Stufe höher. Besseren Stuff. Okay. So, und jetzt gießen wir das Zeug. So, hier gehen wir auch nochmal drüber. Moment, Moment. Ich muss ja alles ablaufen. Zeitlich passt es auch super. Ja, gerade so aber. Schön. 4 neue Spots. Wir haben unsere Farmkapazitäten verdoppelt. Okay, hier brauchen wir einen Upgrade für einen Hammer. Dann kriegen wir 4 weitere und dann brauchen wir noch ein Upgrade für einen Hammer. Halt, ne, 5 weitere. Dann können wir noch 2 weitere Plätze und hier kriegen wir eine bessere und hier können wir eine Hacke und sowas. Cool, cool. Da ist sozusagen die Zukunft der Progression schon vorhersehbar. Wir brauchen the stuff für besseren Stuff. Hier ist schon wieder so viel Stuff. Aber jetzt will ich erstmal die Blume. Oh, das nehme ich auch. Oh, was ist los? Wäre ich da fast reingeglitscht? Die Blume habe ich. Die Blume nehme ich mehrmals. Die wird schon nachwachsen, nicht wahr? Ah ja, mal Blumen gönnen. Will ich? Ja, ich will auch den Stuff. Wenn ich schon hier bin, dann nehme ich den Stuff auch mit. Ich brauche Steine. Steine für meine Brunnen. Oh ja, das Spiel sieht... Also ich könnte jetzt tatsächlich hier erstmal mehrere Stunden verbringen, hier immer alles abzufarmen. Koa ist erschöpft. Moment, sorry. Gönn dir doch ein paar Orangen. Aber Brombeeren ist besser. Du sollst ja bloß das noch zu Ende abfahren. Mehr musst du ja gar nicht machen. Oder? 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 Ja, genau. Ich könnte hier mich stundenlang jetzt vergnügen und erstmal die ganze Insel bewirtschaften und hier richtig, richtig ham gehen. Also ich könnte ja so vieles machen. Das steigert sich ja exponentiell. Mit jedem weiteren Stück kriege ich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und da, dann wachsen dann immer mehr Samen und ich kann es immer schneller machen und so weiter und so fort. Ich liebe sowas. Gut. Gute Nacht. Moment, Werkstatt. Wie? Wie? Bauen vielleicht?
Ach nee, die will bloß die Blume haben. Ach so. Dann kriegt sie nur die Blume. Ach so. Ich dachte, die will mehr. Jetzt müssen wir natürlich farmen, ernten und so weiter und wieder was Neues anpflanzen. Hier neuen Mais. Gönnung. Müssen wir alles bewässern. Da wachsen schon ein paar Paprikas. Oder wie ich sie nenne, Paprika. Sehr gut. Einmal durchlaufen kriege ich nahezu alles. Aber wenn ich dann zwei Reihen voll habe, glaube ich, schaffe ich das nicht mehr. Dann brauche ich auf jeden Fall zwei Brunnen. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wenn es soweit wäre, da verspreche ich euch, dann habe ich hier schon hunderte Brunnen rumstehen. Gefühlt. Nicht wirklich, aber gefühlt. Hier könnte ich so ein Exempel an verschiedensten Bäumen und Sträuchern und so. Wäre cool, wenn wir noch mehr Bärensträucher finden und sowas. So Himbeeren vielleicht. Himbeeren mag ich. Ich liebe Himbeeren. Ja, mal schauen. Aber als nächstes, beim nächsten Mal werden wir jetzt die Blume abgeben und beweisen, dass wir die Enkelin sind von Haya. Jaja, Haku. Nee, von Haku. Nicht Jaja. Oder Haya. Von Haku. Genau, das ist das Ziel fürs nächste Mal. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Moment, Kürbisse. War das nicht auch noch Kürbisse? Habe ich da nicht noch was zu tun? Kürbisse? Ja, ich habe noch keinen Kürbis. Ah, da muss ich noch einen Tag warten. Na gut, aber das können wir auch beim nächsten Mal machen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.